out of fire now! No, not until they've blown the charges. Fiona, what's your status? Charges are set! We're almost out of here! 21? Aww. Oh, damn it! Shit! We're out of range! We're out of range! We have to stop! We can't! The boost is going! We can't shut it off mid-burn! See! We're commencing our attack! Are you almost out? The detonator's not working! Not working how? It says we're out of range! There's too much interference in this thing! Gotta start over! Get closer to the core! Oh nö, jetzt komm, jetzt nicht hier dich auch noch opfern, Mädels. Oh nein. Oh nein. So turn around and get closer. I can't. We already launched. I'll have to wait for the boost to finish and then fly back. Wir wollen doch ein Happy End. Fiona. Yeah. It's. What are you? It's okay. No. Oh nein. Tja, Telltale hat zu viel von Game of Thrones gelernt. Ja, das Sasha, stimmt. Sasha! What's going on? Where's Sasha? What happened? Fiona! Daran muss es liegen. I have to get back in there. There's no time to... I'm going back! The moonbeam! It's ready to fire! Ja, du kannst dich nicht wegfotografieren. Hit the button! Hit the button! Das war mal ein sauberer Treffer. Ja? Oh ja. Und jetzt haben wir ein fettes Schwert. Oh ja. Haha. Großartig. Over. Es ist erst, wenn alle gestorben sind, ja. Das stimmt. That was really fun. I thought about that for a long time. Didn't imagine it going exactly that way, but it worked. Exhilarating. Sasha. Sasha! 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 Hey! She's over here! No. No, 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 no. Hey, sis. Is this what you want? It's the Desolator. So rare. Not really my style. It's a great backup weapon. Come on. We have to get you help. It's too late for that. No, it's not. Put down the gun. We've got to get you back to Helios. What?
Why, you're the only one that gets a cool gun? The detonator, it was out of range. She had to go back. But she's going to be okay, right? I don't know. That was brave of her. She fought with honor. Still can't believe Felix gave you that. You know. Okay, I'm sorry. This can't be her. Do you still have it? What Felix left me, I looked small. Maybe it's a scope or something. It's been driving me nuts not knowing. You know how hard it was to not look? Of course I saved it. I knew you would. What are you doing? You know, there are all these stories where someone's tears kill people, and you just, I really feel like that's a thing. Yeah, well, this isn't one of those stories. Mhm. Es hat verdammt viele Facetten. Oh ja. What is it? A watch. What an asshole. It's okay. No. I can't end like this. I love you, Sasha. I love you too. I'm not dead yet, guys. Ich wusste es. Deep breaths, just make it hurt a little less. It's just a matter of time before. What's happening? Ach, und Stefan hat gespoilert, oder was? Oh, okay. Das war nur eine Harry Potter Anspielung. Und natürlich erstmal runtergeschmissen. Oh yeah, that's broken. Irgendwie war das klar. Why would something that's supposed to help me drop me like that? What is the point? Never do anything that stupid again. Wow. I cried so much. Yeah, it was a lot. Help me up. I'm fine, mostly. Yay! Oh, I'm so happy now! What a roller coaster of emotions, huh?
What a roller coaster of emotions. Man, if it wasn't for the smell of rotting monster carcass, this hug would be perfect. Too bad that thing blew up. Allerdings. Use one of those. I knew you'd be all right. Sure you did. I hoped you'd be all right. It was looking grim. That's quite a turn of events. You always talk in haiku? It's inconsistent. Guys, the arm, this is excruciating. I'm so happy I can scream! But I won't, because when I do, people's ears start to bleed. And thank you for not doing that. I don't really like most of you, but I enjoyed that. It was fun, you know? Cathartic. Your ma would have been proud. Yeah, well, you didn't know her. Yeah, no, I didn't. You're right. It's just a thing you say, and I'm gonna shut up now. Hey. Thanks. For shutting up. I quite enjoyed this. Perhaps we'll do it again. Wow, that sounds awesome. I'm talking to her. Ba-dum. Yeah, of course. You'll do fine out there. That means a lot. So, does this mean we can collect the loot now? Yeah, I suppose. The Tessellator's mine! I died for it. I got dibs on any shields, because I get shot a lot! I get shot a lot! I just want to say, thanks for bringing me back and killing that scary thing and taking me on the adventure we went on a while ago. And thanks for being cool about stuff, like letting me drive the caravan that time when you were looking. And thanks for bringing everyone together, and thanks for being my friend. You're the only ones I have, and I appreciate you. That's what friends do. Ich hätte eigentlich gesagt, you're too cute, aber das passt gerade einfach nicht. Well, schon, ja. Just so you know, none of us would be here if it weren't for him. He's the one who brought us together to save you. Oh, I see. So, as much as we appreciate your thanks, he probably deserves it even more. Oh. Look at him. So silly. Running like that. Rascals. Yeah. I guess we did all right. Didn't we? Hey! Well, it's just you and me now. Yeah, seems fitting. We are going in together, damn it. Like a family. Or no one goes in. Of course. I wouldn't have it any other way. Unless I happen to be much faster than you, which clearly I'm not. We'll call it a tie. No, no way. I won. You had a head start. Well, no turning back now. I guess we should just go ahead. Wait a second. Okay, why, what are we waiting for? Oh, jetzt müssen wir. Oh, warte mal. Sarah from Sarah. Ich kann ein Finger with her. What are your intentions with my sister? I don't get that stupid look on your face, okay? I mean, maybe I'm misreading things, but I'm basically a professional at that, so I seriously doubt it. Jetzt müssen wir uns entscheiden.
Ich bin immer noch der Meinung, dass die beiden besser zusammenpassen. Deswegen sage ich jetzt. Finde ich ehrlich gesagt, fand ich auch von Anfang an, dass die beiden eigentlich eher füreinander gemacht sind. Ach Gott, jetzt. Oh, jetzt muss ich für eine Frau sprechen. Sage ich jetzt, that's what I wanted to hear, in der Hoffnung, dass die beiden. Oder sage ich jetzt, dass sie ihn mag, also Sascha ihn mag, oder sage ich jetzt, dass er zumindest besser ist als August? Ich würde ja das Letzte tatsächlich nehmen, einfach weil es so neutral ist. Quasi. Nehmen wir das Letzte, würde ich auch sagen. You're better than August ist, denke ich, eine gute Wahl. You're better than August. Which obviously doesn't say a whole lot, but I prefer her being involved with a corporate shill than a criminal nutjob. Wow, Fiona, that's literally the nicest thing you've ever said to me. I'm touched. Don't expect much more than that. Awesome. Well, now that the horrifically uncomfortable conversation is out of the way, maybe we actually go into the vault that we've risked life and limb to find. Ah, okay. Well, okay. Wow. You think they made this place big enough? So this is it? Yeah, I guess so. All that work to find a vault. And here we are. I never dreamed I'd see the inside of one of these things. Walking through a weird, echoey room to open a glowy box. No, you've gotten pretty good at this whole vault hunting thing. I don't know. Could be a future in that. I mean, how many people can say they've actually found a vault? Da hat er recht. Especially if you throw in all the people that die seconds after opening. You're in rare company. I think you're right. This life suits me. And honestly, I'm as surprised by that as anyone. It's been a good ride. Knock it off. Man. Could stay a con woman, I could find you. No, right? I am sure you will make a fortune as a vault hunter. Obviously, money isn't everything. Sure, it's important, but it doesn't have to drive your existence like it did mine. There's a healthy balance out there. Somewhere. Well, that's funny. Coming from a future Atlas warmonger. Ready to fire up those war machines and spread more pain and misery across the universe? Sure, you can't wait. Atlas is going to be different. There are a lot of ways to make a buck out there. I'm not totally sure what we're gonna do just yet, but I'm excited to figure it out. Hey, I just want to say thanks. We really couldn't have done this without you. I really appreciate it. All right, so there, that's over and done with. We did make a good team, didn't we? Yes, we did. Ach komm schon, ihr beiden. Mensch, ist das denn so schwer hier? Aber echt. Mann! Gibt's doch nicht. Would you like to do the honors? It's the last one. It's only right that we both open it. It's the best part. Kind of hoping you'd say that.
Dann das Herz der Karten. Hier sind keine Karten. Hier sind nur zwei Personen, die meiner Meinung nach perfekt zusammenpassen würden, aber sagen nein. Ja, es ist eine sehr schwere Geburt hier. Aber wir kriegen es noch hin. Bin überzeugt. Sie sind weg. Okay. Die können mich doch nicht jetzt hier so stehen lassen. Okay, sie kriegen es doch nicht mehr hin. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch scheiße. Na, also... Schon. Nee, also... beim ersten Teil von Borderlands hat man sich darüber aufgeregt, dass man die ganze Zeit für eine Vault gekämpft hat und dann keine Vault zu Gesicht bekommen hat. Da gab es dann einen ganz großen Aufschrei. Hier finde ich es jetzt gar nicht mal so schlimm, weil man hat es ja schon gesehen, die Vault und alles. Und das ist jetzt so ein offenes Ende irgendwie. Wenn nicht durch das Wunder der Liebe, dann halt mit dem Lappen, der mit dem Chloroform getränkt ist. Genau. Also, eigentlich könnte man jetzt tatsächlich Tales from the Borderlands 2 machen. Locker. Eigentlich schon. Oder man baut es halt in Borderlands 3 rein. Also, denen würde ich das zutrauen, dass sie das machen. Mhm. Irgendwie schon. Aber das schreit so nach einem Nachfolger. Ja, absolut, absolut. Dass die uns jetzt hier echt so stehen lassen, das ist schon heftig. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Renault Capture-Werbungssong, okay. Naja, also, naja, es ist halt einfach ein offenes Ende irgendwie. Also, die beiden sind jetzt irgendwo. Und, Entschuldigung, Roadrunner übrigens, dass ich dich ignoriert habe, aber das war gerade eine recht ergreifende Szene. Deswegen konnte ich da jetzt nicht drauf reagieren. Ja. Warte mal, 2040, ja, das wäre es gerade, genau, riesigen etwas versiebelt, genau, das, kannst du dir den ganzen Kram nochmal auf YouTube dann anschauen. Trotzdem muss ich sagen, also, wirklich ein super Spiel, meiner Meinung nach. Also, wenn man Borderlands-Fan ist, ja, zumindest. Absolut. Dann macht es wirklich, wirklich Spaß, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die haben wirklich den nötigen Fanservice hier geboten für die Borderlands-Fans, das muss man echt sagen. Und bin tatsächlich traurig. Guck mal, August war Nolan North, wie gesagt, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt. Und Troy Baker war auch mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wen Troy Baker alles gesprochen hat. Aber wir machen ja hier auch Bildungsfernsehen. Das finde ich raus. Genau. Der ist nämlich auch bekannt, soweit ich weiß. Troy Baker. American Actor, Voice Actor, Singer, Musician. Der hat irgendwas bei Batman, glaube ich. Warte mal, der hat... Boca DeWitt in Bioshock Infinite. Joel in Last of Us. The Joker in Batman Arkham Origins. Und Assault on Arkham. Kanshi Tatsumi. Pagan. Der hat Pagan Min in Far Cry 4. Hat der gesprochen? Ja, ansonsten, nee, ich kenne nur den Namen tatsächlich. Ja. Also, ich warte auf Teil 2. Ohne Scheiß. Ich habe gehört, Telltale hat ja über Walking Dead, haben die auch schon mehrere Teile gemacht. Jetzt warte ich Tales from the Borderlands Teil 2. Also, muss meiner Meinung nach kommen. Ja, finde ich auch. Ja. Es wäre auch wirklich großartig, weil ja, das war wirklich, das haben die super gut umgesetzt. Ja. Und wie gesagt, ich möchte wissen, was mit den beiden jetzt passiert ist. Also ohne Scheiß, das will ich wirklich wissen. Genau. Von mir aus auch gerne dann in Borderlands 3. Ist mir egal, ich will es auf jeden Fall wissen. The One-Eye Wonder Pup. Ja. Wir machen das jetzt wie im Film, also im Kino. Wir warten jetzt, ob zum Schluss nochmal was kommt. Genau. Ne? Das Jahr ist ja auch jetzt gleich hier Schluss. Da, guckst du. Ne, kommt nichts mehr. Ja, ich hab schon, warte mal, was, hier ja, gesehen. Genau, nur 10% haben gesagt, dass sie nur Freunde sind. Echt? Ja. Ich hätte gedacht, dass noch mehr Leute denken, dass die beiden eigentlich nicht so gut zusammenpassen. Boah, anscheinend nicht.
Aber 42% haben AI Jack imprisoned. Achso, die haben das behalten. Genau, wir haben ja Jack behalten. Wir haben den ja nicht zerstört, tatsächlich. Also einfach, weil ich dachte, vielleicht kommt da noch mal was. Vielleicht kommt da auch noch mal was. Mhm. 64% haben Finch ausbluten lassen. Das ist auch richtig so. Ja. 27% haben Reese gesagt, dass er die Klappe halten soll. Und 93,3% sind mit Reese und Sascha losgegangen. Players ship, Reese ship. Logisch, an klar. An Outsider may not have... Was auch sonst. Ship, Reese. Da weiß ich gerade gar nicht, wann das war. Hm, naja. Achso, Shipped, achso, das war genau dasselbe wie also die Diskussion von wegen, ob die zueinander passen oder nicht. Mhm. Ja, Vault Team. 44% haben Zero genommen, 65% August und 97% Athena. Felix, Springs und Cassius haben nicht so viele, also Springs haben auch 64% genommen, Unknown 14%. Klar, ist ja auch nicht jeder so geizig wie die Schwaben. Ja. Richtig. Ja, das war Tales from the Borderlands Episode 5 und die letzte Episode. Leider, wie gesagt, ein kleines Kulöchchen hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr gefallen. Dir hat's auch gefallen, habe ich jetzt ja, auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Und demnächst gibt's dann wieder einen neuen Poll, also eine neue Umfrage, was wir als nächstes spielen sollen. Wenn Richtig. Ich das, oder wenn wir das noch hinkriegen, wird es da zweigeteilt sein, also in 2-Wochen-Takt. Und zwar wird Jakob mich unterstützen. Das heißt, er spielt ein Spiel und ich spiele ein Spiel. Und das wird im 2-Wochen-Rhythmus immer geswitcht. Das heißt, ihr könnt in jede Woche ein anderes Spiel sehen. Ist das nicht toll? Das ist doch cool. Dem Stefan hat es auch gefallen. Das ist auch super. Wie gesagt, die Umfrage geht demnächst online. Ich hoffe, wir schaffen es morgen. Dann dürft ihr da fröhlich abstimmen. Wie gesagt, Anfang verpasst, ist nicht schlimm. Kommt demnächst auf YouTube. Wie Episode 4, das habe ich leider noch nicht geschafft hochzuladen. Wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, augenscheinlich habe ich es dann schon geschafft hochzuladen. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch eine gute Nacht und wir sehen uns dann demnächst. Ja, dem schließe ich mich an. Alles klar, bis denn. Ciao, ciao. Was?